Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Das ist geil, und ist am Start, und so wie eine kleine Runde. Let's play! Let's play? Let's build, du Idiot! Let's build! Viva Pinata! Ihr wundert euch, warum ich in diesem Auswahlbildschirm bin. Das liegt daran, dass ich letzten Tag, also gestern, also Montag, Folge 50 als Special Edition hochgeladen habe. Und dadurch, dass ich jetzt halt demnächst nicht viel Zeit habe, um nochmal Folgen nachzudrehen, mache ich das jetzt direkt an diesem wunderschönen Sonntag direkt hinterher. Also gehen wir raus jetzt. Und wir sind wieder hier. Wir haben einiges geschafft, würde ich mal behaupten. Viele neue Pinatas zu Besuch bekommen. Und ein paar interessante neue Pinatas dazu bekommen. Jetzt warten wir noch, bis der Krokodil bis das Krokodil da ist, dass er dieses Sweet Tooth hier frisst. Und dann sollten wir auch das Krokodil endlich dabei haben. Und wir sehen Donut hier und Ponychot oder sowas ist auch mit am Stissel hier. Haben wir jetzt zu Besuch bekommen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Gras weiter abmähen. Damit wir das Pferdchen da auch behalten können. Komm ich nicht mehr ran an das Dach. Aber das ist jetzt wohl nicht so schlimm. Fizzlybur! Ach, ist das geil! Was zur Hölle? Jetzt werden sie immer fetter! Glückwunsch! Du bist so ein guter Gärtner, dass du einen Fizzlybär angelockt hast! Like a Baus! Fizzlybär angelockt, interessant, cool! Ich muss danach gleich mal die Liste nochmal nacharbeiten. Und zwar mit den Pinatas, die wir halt schon gefangen haben und die jetzt... Ich muss demnächst mal machen, welche zu Besuch waren und welche halt bei uns sind und welche einfach nur hier rumdirekt sind, damit ich da die Übersicht nicht verliere. Weil das nämlich ganz schön viel wird nach einer Zeit. Noch ein Sweet Tooth. Ich möchte gern, dass so im Wald mich das so ein bisschen behalten, das Gras noch. Kids doch bestimmt am Arsch hier. So, weitermachen. Bisher. Ich kann mich immer nur wiederholen. Ich bin scheißen glücklich. Arbeit und so. Hammer, cool. Nichts Spannendes, aber immerhin. Apropos, noch eine Information. Wenn du einem Pinata einen Namen geben willst, schrott es in die Kommentare. Unter irgendeinem Via Pinata Video. Wäre voll Knorke. Und dann gucke ich, welches Pinata noch keinen Namen hat. Dann gebe ich es dir. Nicht ganz auf Wunsch, weil wenn ich auf Wunsch machen würde, dann würde es halt urplötzlich ganz viele Leute geben und die wollten alle dann irgendwie das Pferd sein. Alle wollten Donut sein. Kann natürlich nicht funktionieren. Daher werde ich euch halt, je nachdem, wie ich finde, euch halt da benennen. Und ja, was auch immer. Und wir haben viele neue, schöne Pinatas hier. Also nicht mehr nur diese kleinen, einfachen Pinatas, sondern jetzt auch mal ein paar außergewöhnlichere. Demnächst auch ein Schwanonessa, hoffe ich doch mal. Ein Dragonfly kommt demnächst dazu. Sind wir jetzt auf jeden Fall schon stark am Machen. Daher auch die ganzen Binsenweisheiten hier hinten. Oh Gott, das war so schlecht.
Super. So, wollen wir mal gucken, wie weit wir jetzt schon sind. Weil, wie gesagt, wir müssen jetzt nur so lange Gras reduzieren, bis wir das Pferd behalten haben. Oh, haben wir aber weit jetzt gemacht. 10, 20, 30, 40. 40. 41. 48. Noch 2. Noch 20 Pinometer. Und dann haben wir genug Gras abgeerntet erstmal. Das, der Bär braucht wahrscheinlich wieder Rasen oder so. Aber eins nach dem anderen. Jetzt kommt erstmal Pferd und Dragonfly. Ach du Scheiße, ein altes Gesicht, ja, ziemlich altes Gesicht, Kollege. Mein lieber Scholli. Was Anfängliches, was wir da jetzt alles hatten, ey. Alter, wenn man überlegt, was wir vorher alles hatten hier. Sparrow Mines, Raisend. Und die ganzen alten Kollegen halt, nur die ganz kleinen Viecher nur hier. Jetzt geht's echt auf die großen Viecher zu. Wir hatten noch keine Spinne hier drin, merke ich gerade. Spinnen haben noch so ein bisschen gefehlt. Das lässt sich bestimmt auch irgendwann einrichten. Kümmern wir uns erstmal jetzt darum. So, wir müssen jetzt eigentlich erfüllt haben. Ja. Das haben wir erfüllt. 10, 20, 30, 40. 40, da oben sind 47 dann. Und hier 48, 49, 50, 51, 52. Jo. Wir haben genug Rasen gemacht. Das sieht aus mit Wasser. Dann sind wir bei 22. Auch nicht schlecht. Noch 3 Stück und wir haben die 250 für Schwanenessa. Schwanenessa, aber wie das heißt. Schon in Nessa erinnert mich immer an Pokémon. So. Das ist noch nicht ausgewachsen, ist aber auch bald soweit. Schön, schön. So, die Frage, in welche Richtung expandieren wir denn jetzt noch mit dem Wasser? Meine Güte. Wir können auch ein bisschen in diese Richtung hier gehen, wa? Sind nicht mehr viel, sind jetzt noch 30 Pinometer, die wir jetzt noch machen müssen. Frag mich nicht, wie viel Pinometer sind. Ich vermute mal, dass ein Pinometer so ein Kreis hier ist. Eine Kreisgröße hier. So, mal ein bisschen dieser Erdanzahl ein bisschen entgegenzuwirken, werde ich jetzt hier schön am Rand machen, weil wir nämlich dadurch auch viel Erdzahl verlieren. Weil je mehr wir halt hier machen, desto mehr von dieser Erde haben wir halt auch. Wir haben auch schon mehr als 20 Pinometer nur mit Erde. Versuche ich mal ein bisschen gegenzuwirken. Und noch als andere Information, wenn du jemanden kennst oder du selber Musik machst und du möchtest gerne ein bisschen Unterstützung dabei haben, in dem Sinne promoten und sowas, dann schrote es mir auch in die Kommentare oder als PN und sag mir, ich kann deine Musik verwenden. Wenn du sagst aber nur bestimmte, dann sag mir, welche ich nur verwenden darf, dann werde ich auch nur die verwenden und werde dich dann in der Videobeschreibung erwähnen. Ich werde dich da einschreiben
wenn du willst, auch mal persönlich erwähnen hier. Ich weiß, ich bin jetzt kein großer YouTuber, aber, was ist du denn? Ich brauche halt Unterstützung von euch aus gesehen Musik und ihr braucht Unterstützung, dass euch mal... Okay! So, das müsste jetzt eigentlich... Dann müssen wir auch jetzt eigentlich hier die 30 haben, ne? Also die 250. Die 250 brauchen wir für Schwanessa. 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, noch 10 Pinometer. Dann haben wir die 250 Pinometer. Dann haben wir auch den ersten Teil für Schwanessa getan. Ich dann bedenke, wie das Feuer war, Alter. So ab Folge 42, 43, glaube ich, habe ich angefangen, alles zu ändern. Da habe ich den kompletten Garten eingerissen, sozusagen. Da haben wir nochmal komplett von vorne angefangen. Du hörst ja auch zum Teil kein bisschen ekelhaft an. Und da war alles so eng gestellt und alles so voll und unübersichtlich und hast nicht gesehen. Aber jetzt schön riesig eigentlich alles drum und dran, ordentliche Größe, alles sortierter. Und vor allem vorher war das hier eigentlich nur so ein schmaler Grat hier lang, so eigentlich ganz dünn, dann hier ausweitend und dann bis hier so gehend in den Dreh. Und ungefähr das war die Größe. Und jetzt guckt euch das mal an. Was sich jetzt aus dem See geändert hat, Alter. Na super, das ist kaputt gegangen hier. Müssen wir warten, bis der hier erstmal fertig ist. 280? Nicht schlecht. Aber er hält lange, anscheinend. Also. Jetzt sind die alle hochgewachsen. Jetzt müssen wir warten, bis der fertig ist. So, wo wird denn das Krokodil? Ich habe es jetzt einmal kaputtgeschlagen, weil dadurch Sweet Tooth nicht mehr dazu kam. Wir bauen Sweet Tooth, damit er hier bleibt. Ja, wir wollen ein saures Krokodil behalten. Wird bestimmt ganz cool, was da rauskommt. Freue ich mich schon. Bis jetzt war ich eigentlich meist sehr positiv überrascht über die sauren Kreaturen. Ah, hier, die Spinne, die meine ich hier. Die Spinne hatten wir noch gar nicht hier drin. Jetzt müssen wir auch genug haben, oder? Falsch. Ach, ich bin immer falsch. Hier will ich hin. Müssen wir gucken, ob wir gleich noch was Neues bekommen haben. Ach ja, apropos, wir haben ja Geschichte freigeschaltet. Jetzt haben wir aber genug hier. 10, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hier kommt jetzt die Musik. Letztes Kapitel haben wir freigeschaltet. Ich danke dir. Es kommt mir wie gestern vor, dass du hier auf Piñata Island aufgetaucht bist. Du hast nicht wirklich wie ein Gärtner ausgesehen. Und mein alter Garten hatte schon bessere Zeiten erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass jemand einen genauso gelungenen Garten wie den meinen schaffen könnte. Aber da habe ich mich geirrt. Bei dir sind die meisten Piñata-Arten sesshaft geworden. Du hast fast alle Pflanzen gezüchtet und bewiesen, dass du zu den Besten gehörst. Hätte ich einen Hut, würde ich ihn jetzt vor dir ziehen. Vielen Dank! Es ist schön, dass wir dem alten Mann nochmal ein Happy End schenken konnten, nachdem er ziemlich harte Jahre hinter sich hatte. Laut den Geschichten. Ja. Okay, jetzt haben wir... Aber keins von den ganzen Viechern, die ich jetzt hier
sozusagen geschafft habe, ist hier. Halt, was ist denn hier los? Mike, Sir! Nimmt Überhand. Verschwindet. Alle. Alter Schwede. Da passt der Eimer nicht auf. Immerhin gibt's ordentlich Kohle jetzt. Weg damit. Vor einer Zeit haben wir noch bei der 50 die ganze Zeit rumgesauert. Das war zu langsam. Jetzt gehen wir echt auf die 70.000 zu. Nein! Nein, 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 nein. Diese kleine, dreckige, dumme Scheiße, Alter. Ich krieg die Krätze mit diesem Vieh langsam. Das zerstört jedes Mal alles samt, ey. Meine Fresse. Diesen scheiß verdreckten dummen Mistfliegen Fotzen, Alter. Ich krieg die Krätze mit diesen Dingern langsam. Ich will damit einen Dragonfly haben. Ist das eine kaputt gegangen? Piratenstandbild auf jeden Fall. Kokoadile Block. Oh. Okay, den kaufen wir jetzt schon mal. Aber den machen wir gleich wieder aus. Wie gesagt, ich will das Ding ja haben. Binsensamen. Ja, her damit. Einen haben wir gerade wieder neu gepflanzt. Saure Meisterfalle, keine Ahnung. Leute, verschwindet doch mal alle hier! Doch ich werde ganz alleine vor dem Lichtmeer stehen. Du gibst vor, mich zu verstehen, aber bitte, ich tu's selbst nicht. Und was du machst, ist im Endeffekt dein Selbstdiss. Du nur du selbst bist und trotzdem mir nicht gut genug. Ey, jedes deiner Worte schreibt in meinem Kopf ein Buch. Tu das gut, wenn so, du siehst, wie ich liebe aus Verzweiflung. Doch mit der Zeit bringt mich ganz allein der Alkohol. Du warst das Licht, jetzt der Schatten deiner selbst, weil's mich ankotzt. Und was, wie du dich verstellst und für was Besseres hältst. Tut mir leid, Baby, keine Chance. 19, ich war zwar nicht immer Gold, doch du nicht mal. 12. Und was du glaubst zu wissen, spar dir deine Lügen, wenn ich gerade ehrlich bin. Ist es nicht mal übertrieben? Macht's dir Spaß, mich zu sehen? Alter. Danke gleichfalls, du Bitch. Guck mich an und du merkst, dass du nichts Besseres bist. Ich hab es lang genug mit angesehen, jetzt kann ich drüber sprechen. Du redest von Erinnerung, doch hast mich längst vergessen. War es leicht, mich zu ersetzen? Guck mich an, ich bin nicht jedermann, doch sag es allen jetzt. Und dann weiß es jeder. Ich hab es lang genug mit angesehen, jetzt kann ich drüber sprechen. So, das ist auch erledigt. Doch hast mich längst vergessen. War es leicht, mich zu ersetzen? Guck mich an, ich bin nicht jedermann. Mann, doch sag es allen jetzt. Und dann weiß es jeder Mann. Du kannst gut schauspielern, ja, mein Schatz. Du bist heute nicht mehr wiedermals ein unbeschriebenes. So, ja, wir haben ja gerade geguckt. Da haben wir was Neues gefunden. Das war das Piratenstandbild-Gedönse. Gucken wir nochmal bei Ivo vorbei. Schaufelstiefel aus Platin. Herr damit. Meine Leute hatten recht, ich Kapitänsmachete. Doch jetzt ist alles anders, scheiß mal auf dein Leben. Was für Träume, was für Pläne, ich will nicht mehr drüber reden. Du bist weg aus meinem Leben und es tut nicht mehr weh, denn was du liebst. Okay, dies will ich mir gleich mal ansehen, aber vorher gucken wir doch mal hier kurz. Heute kann ich abschließen, Motor an und erster Gang. Doch vergessen werd ich erst, wie kann mein Leben. Ich hab es lang genug und dann gesehen, jetzt kann ich drüber sprechen. Du redest von Erinnerung, doch hast mich ich hab einiges zu tun. Mich zu ersetzen, guck mich an, ich bin nicht jedermann, doch sag es allen. Okay, wir haben jetzt eine Schaufel mit Platingriff. Kann ich drüber sprechen? Du redest von
Weil wir einfach nur Imba sind, Leute. Weil wir es einfach nur können. Einfach nur, weil wir es können. Eieieiei. Zu viel? Viel zu viel? Viel zu viel. Die hier müssen erstmal alle weg. Ich hab es lang genug mit dir gesehen, jetzt auch kann weg. Ich drüber sprechen. Ich rede kann von mir aus bleiben, alles. Ich kann dich nicht vergessen, ist nicht leicht dich zu ersetzen. Vielleicht schaffe ich es nie, du warst die eine. Und heute bist du eine zu viel.